Fußballrekordmeister FC Bayern München kann im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch 21 Uhr auf Flügelstürmer Kingsley Coman und Außenverteidiger David Alaba zurückgreifen. Coman sei bereits im Training am Montag an die Maximalbelastung gegangen, so dass er fit ist. Ich bin sehr glücklich, das gibt uns eine Alternative, eine Dimension mehr, sagte Trainer Niko Kovac. Ob Coman von Beginn an spielen könne, müssen wir schauen, sagte Kovac am Dienstag vor dem Abschlusstraining am Abend 17 Uhr an der Säbener Straße. Der 22-Jährige hatte die letzten beiden Pflichtspiele der Bayern wegen eines Muskelfaserrisses verpasst. Alaba, Sehnenreizung, hatte ebenfalls zweimal gefehlt. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er einsatzbereit ist, sagte Kovac, der sich auch bezüglich der Besetzung seiner Innenverteidigung nichts entlocken ließ. Der Coach sprach von einem Highlight-Spiel gegen die Crème de la Crème des Weltfußballs, das eine gewisse Anspannung mit sich bringe. Allerdings sei es in den Playoffs zur WM 2014 mit Kroatien schlimmer gewesen, auch mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga-Relegation gegen den 1. FC Nürnberg, da ging's um Existenzen, ich empfinde das als positiven Druck, die ganze Welt schaut zu. Nach dem 0:0 im Hinspiel setzt Kovac auf kontrollierte Offensive und unsere Lebensversicherung. Manuel Neuer im Tor. Man wird nicht erwarten können, dass wir die Maske abreißen und Holle, die Waldfeen nach vorn und ins Verderben rennen, sagte Kovac. Seine Mannschaft sieht er bereit, je näher das Ende der Saison kommt, desto fokussierter, desto stärker werden diese Spieler, die Pressekonferenz zum Nachlesen, Neuer über die mentale Komponente, natürlich spielt der Kopf auch eine Rolle. Viele Spieler von uns sind lange genug dabei, um zu wissen, wie man in so ein Spiel reingeht. Wir haben keine Angst. Wir spielen zu Hause, erklären sie den jüngeren Spielern nochmal, wie wichtig das Spiel ist. Wir wissen, worum es geht. Man hat nicht die Aufgabe als Kapitän, zu zeigen, wie wichtig das Spiel ist. Wir alle wissen, wie wichtig das Spiel für den Verein ist. Wir wollen den Sieg erzwingen, Neuer über seinen geschienten Daumen. Grundsätzlich ist es so, dass mich da nichts stört. Neuer über Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, er will immer das Beste für seine Mannschaft. Deswegen ist er auch so beleibt bei den Fans. Achten Sie speziell auf Mo Salah, Herr Neuer? Wir achten auf alle Offensivspieler. Auch bei Standards müssen wir auf kopfballstarke Spieler wie Virgil van Dijk oder Joel Matip achten, Neuer über die Konterstärke Liverpools. Grundsätzlich haben wir es schon in Liverpool gesehen, Liverpool ist eine der konterstärksten Mannschaften. Und das haben wir gut gemacht, dass wir die richtigen Spieler in der eigenen Reihe hinten haben. Dass wir passiv decken und in Überzahl dastehen, um Konter zu vermeiden, Neuer baut Druck auf, es ist morgen ein Finale. Es kann alles passieren. Es treffen zwei Top-Mannschaften aufeinander. Da wir morgen das Heimspiel haben, wird das Stadion brennen. Da wir längere Zeit zu Hause keine größere internationale Mannschaft geschlagen haben, ist es an der Zeit, das wieder zu zeigen, Neuer über 11-Meter-Training. Ich bin kein Freund davon, das als Torwart im Training zu trainieren. Im Trainingsspiel kommt das schon mal vor. Haben Sie auch Angst, beim DFB aussortiert zu werden, Herr Neuer? Die Angst habe ich nicht, nein. Neuer über die Bayern-Taktik, Liverpool wird uns attackieren. Wir müssen eine gute Defensivleistung zeigen. So ein defensives Spiel wie in Liverpool, so extrem wird es, denke ich, nicht. Es wird offensiver von unserer Seite gestaltet werden. Wir werden sehen, wie hoch uns Liverpool attackiert. Manuel Neuer nimmt Platz und wird befragt. Weiter geht die PK mit Manuel Neuer. Haben Sie Elfmeterschießen üben lassen, Herr Kovac? Nein. Wir hatten gestern ein Trainingsspiel, das ging unentschieden aus. Die Spieler wollten dann Elfmeter schießen. Aber Druck kann man nicht simulieren. Kovac über den Wert an die Erfahrung, es mag sein, dass wir mehr Endspiele in den Knochen haben. Aber das wäre zu einfach.
Das würde bedeuten, wer am meisten Erfahrung hat, gewinnt die Champions League. Das ist morgen die Tagesform, die entscheidet. Ich hoffe, dass die Tagesform auf unserer Seite ist. Geht's in die Verlängerung, Herr Kovac? Ich glaube persönlich, dass es morgen kein 0:0 geben wird. Der Fokus liegt auf einem Sieg morgen. David Alaba wird wohl spielen können. David Alaba hat gestern das Training mitgemacht. Wir haben heute noch ein Abschlusstraining und Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er morgen einsatzbereit ist und körperlich und mental der Mannschaft helfen kann. Kovac über das Duell gegen Klopp. Wir sind beide temperamentvoll. Wir wollen beide unsere Mannschaft in Spielsituationen unterstützen. Was nach dem Schlusspfiff lief, ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Man muss es jetzt nicht dramatisieren, Kovac über seine Offensivausrichtung. Wir haben in den letzten Bundesligaspielen viel Esprit gezeigt. Wir haben uns viele Chancen erspielt, so dass ich guter Dinge bin, dass wir morgen zu Hause noch effektiver nach vorne spielen und Chancen kriegen. Kovac über die Bedeutung des Spiels, das ist morgen die Creme de la Creme des Weltfußballs. Im Sport gibt es keinen sicheren Sieger, vor allem nicht im Fußball. Sie werden es bewerten, aber ich weiß es einzuschätzen. Wir wollen weiterkommen. Aber eine Garantie kann ich Ihnen nicht geben. Sie werden Ihre Bewertung wahrscheinlich davon abhängig machen, ob es ein gutes oder weniger gutes Spiel war, ob wir weitergekommen sind oder nicht. Kovac über die Ausrichtung gegen Liverpool. Man muss eine Balance finden. Man wird nicht erwarten können, dass wir die Maske abreißen und dann holle die Waldfee nach vorne rennen. Man muss den Rhythmus des Spiels aufnehmen. Wir müssen nach vorne mehr machen, aber man muss wissen, dass der FC Liverpool die mit Abstand beste Mannschaft im Umschaltspiel ist. Wenn wir einen von den dreien vorne einmal aus dem Auge lassen, dann ist es fast vorbei. Kovac über das Selbstvertrauen seiner Mannschaft nach der Formkrise, was ganz wichtig ist, wenn man hinfällt, muss man wieder aufstehen. Nicht nur ich, sondern wir alle zusammen, sind wieder aufgestanden. Kovac über Koeman, mit Kingsley bin ich sehr glücklich. Er ist im Training an die Maximalbelastung gegangen. Er ist fit für morgen. Kovac über die Ausgangslage. Viele werden sagen, das Endspielergebnis ist ein Vorteil für Liverpool. Wenn sie ein Auswärtstor schießen, müssen wir schon gewinnen. Aber wir müssen sowieso gewinnen. Ich denke nicht, dass es morgen ein Unentschieden geben wird. Kovac lobt Kapitän Manuel Neuer. Alter schützt vor Leistung nicht. Dass Manuel eine außergewöhnliche Qualität hat, wissen wir alle. Er ist eine starke Persönlichkeit. Der Mensch Manuel ist Vorbild für jeden in der Kabine, der da das Heft des Handelns auch in der Hand hat. Er ist einer, der vorangeht. Er ist einer, der ein Vorbild ist für alle Jungen. Er ist ruhig, bescheiden, demütig und zurückhaltend. Der Junge könnte sogar als Feldspieler mitspielen. Als Torwart ist er unsere Lebensversicherung. Was er auch im Hinspiel mit dem Ball am Fuß gemacht hat, war schon sensationell. Das werden wir morgen sicherlich auch brauchen. Kovac über Druck. Der Druck ist immer da, wenn es K.O.-Spiele gibt. Aber ich empfinde das nicht als negativen Druck. Denn das wird ein Highlight-Spiel. Wer spielt in der Innenverteidigung? Es ist so, wir haben drei Weltklasse-Innenverteidiger, drei deutsche Nationaler. Es können alle drei spielen. Ich habe für morgen eine Idee, die Pressekonferenz beginnt, Niko Kovac nimmt Platz. Los geht es mit den Fragen, Weltklasse-Duell, Lewandowski fordert Van Dijk-Rekordmann Robert Lewandowski darf sich auf eine Lieblingsdisziplin freuen. Heimspiele in der Champions League sind eine Spezialität des Torjägers. 9 seiner 11 Münchner Treffer in K.O.-Spielen erzielte er in der Allianz Arena. Am Mittwochabend soll er den FC Bayern gegen den FC Liverpool ins Viertelfinale der Königsklasse schießen. Hier geht's zum Text.